Willkommen zurück bei Book of Demons, noch in dem nächsten Dungeon-Abschnitt, der vorletzte Bereich. Da machen wir jetzt schnell mal weiter. I have lost several levels up, but I'm way too proud to ask for directions. Dann wird ein bisschen gezaubert. Aber nicht mit mir. Und wieder ein Level Up. Nächster Gegner-Typ, der ein bisschen anders funktioniert. Goldene Herzen. Das ist so, dass man den Gegner einmal verletzt. Und dann ist er kurzzeitig immun, also dann kriegt er so einen Cooldown. Wenn er dann weg ist, dann kann man ihn wieder einmal verletzen, dann kriegt er wieder so einen Cooldown, dann ist er wieder immun. Währenddessen das passiert, spawnt er immer noch Gegner. Das heißt, wenn man jetzt ganz oft hintereinander dann nur ihn angreift, dann hast du da einen Haufen voller Gegner. Und wie man hier am letzten Bild sieht, wenn man Feuer verwendet, das heißt diese Axt, die wir da benutzt haben, die wir noch nicht benutzen, aber zumindest haben, so ist es richtig, die können dafür sorgen, dass man ihn schneller besiegt, denn dadurch macht man ihm mehr Schaden und der Cooldown geht schneller wieder weg. Das Praktische ist ja, dadurch, dass wir diesen Schwerter haben, können wir, wenn wir einen Gegner treffen, einen anderen, der in der Nähe ist, auch noch Schaden zufügen. Das ist ganz schön. Eine Karte, die wir identifizieren können. Geh mal kurz ein bisschen wieder zurück. Ich glaube, da war noch so ein Pot zum Heilen, ne? Ich kann jetzt auf der Karte aussehen, oder? Ja, da war einer. Weil da sehe ich nämlich schon einen Boss. Der jetzt sofort triggern wird. Das ist natürlich ungeil, wenn man zwei solche Leute hat, dann ploppen hier nur so die Gegner aus einem raus. Schnell den Boss besiegen und will ich schon weggehen. Ja, das lief ja sehr erfolgreich. Aber wir haben noch einen Weg vergessen. Man kann ja noch in die andere Richtung und da soll ja noch was sein.
Schauen wir mal nach. Ahnung können wir auch nochmal nehmen, das ist ganz gut. Aha, da aktiviert er sich hier. Wenn man Feuer hat, dann kann man diese Eisgegner besser besiegen. Klingt sehr logisch und ist auch so. Aber habe ich jetzt gerade nicht zur Hand. Schlüsselte Karte. Ah, fuck. Dann noch so ein Freak. Ja, aber hier innen muss noch was sein. Oh, ja, da noch ein Weg, den ich gar nicht lang gegangen bin. Und noch ein ganz kurzen kleiner. Dann haben wir diesen Bereich auch. Also sind die Ebene des Dungeons komplett. Eine Eisbombe. Autsch, tut weh. Ganz dolle. Da sieht man auch, da blocke ich die Projektile von denen ab. Geht auch, wenn die Projektile Eis sind. Aber das ist halt nicht 100%, ne? Oh shit, oh shit, ja, jetzt bin ich komplett frozen hier, das ist nicht so gut. Dann kann ich mich nämlich hier nicht wegbewegen. Mal wieder heim. Shit. Ich glaube, wenn man eingefroren ist, kann man auch keine Karten benutzen. Das ist auch nochmal eine sehr, sehr ungeile Situation. Mal hier unten so lang lieber. Da! Jetzt ist hier so ein Stein auf mir aufgefallen. Das ist natürlich auch nicht so cool. So, jetzt werden wir aber. Hä, der ist doch gar nicht mehr. Ach, der, ach ja, der hat ja natürlich immer noch die Frostaura. Okay. Aber das sollte jetzt
sein Ende sein. Schon. Wenn ich mir hier noch angezeigt, dass ich irgendwas vergessen habe, aber eigentlich nicht. Der Weg ist hier halt nicht golden. Aber... Naja, was soll's. Hier ist natürlich die Frage. Achso, das habe ich natürlich noch vergessen. Eine Sonnenrune. Ach, das war's. Okay. Ja, das war der letzte Dungeon dieser Ebene. Der letzte Bereich dieser. Nennt es wie ihr wollt. Zumindest können wir jetzt hier abschließen. Das ist egal, ob wir jetzt voll geheilt sind oder nicht. Geil. So, dann schauen wir uns mal hier nochmal ein bisschen um, ne? Remember how when we were kids, we used to sneak into the cathedral and bother the monks in the scriptorium? Poor guys were completely helpless and couldn't even yell at us until they chased us outside. Those were happier times. But now, with all the evil creatures down there. Remember the smith? People think he left because of the fortune teller. But I know the true story. You see, a monster snatched his wife and son and dragged them into the dungeons. He followed them and found a terrible place. A kitchen, where demons cook human flesh for their master. Can you imagine seeing your loved ones prepared into a stew? Or even worse, black pudding? He managed to come back and tell us all about it. But his mind was unhinged by grief. The next night, he vanished for good. Ja, und da hat sie ein bisschen auch darüber erzählt, über einen Ort, eine Küche. Und das ist auch der erste Boss, den wir machen werden. Das ist es ist quasi der Koch. Und da stehen wir kurz davor, den zu erreichen. Stay and listen for a while. Ui, der Spruch. Erstmal Karten identifizieren. Aha! Das ist doch super! Damit erhöht sich die Ausweichchance. Okay, bei Geistern, ja, da werden wir nach dem Boss erst hinkommen, dass wir auf Geister treffen. Ja, das ist so, bringt uns ja nicht wirklich viel der Bonus, aber immerhin. Skelett, Gürtel, den haben wir noch nicht, aber den können wir mal darauf umswitchen. Und die letzte. Oh, da, die Ladungskosten sind verringert um 10%. Da nicht schon was Gutes. Kann man auch mal umswitchen auf die magische Karte. Ah ja, wenn man umswitcht, wenn man Karten umswitcht, die noch Ladungen beinhalten auf andere Varianten, dann bekommt man, dann werden die Ladungen auf 0 zurückgesetzt, aber bekommt das Geld, weiß nicht ob komplett oder so zum Teilen, mal wieder zurück. Ja, das steht dann hier und dann bekommt man ein bisschen Geld. Ja, damit haben wir das gemacht. Jetzt ist hier, ja, das ist so ein Bug, dass ich irgendwie trotzdem noch Karten identifizieren kann. Der Button ist immer noch klickbar, aber passiert nichts. Ich würde mal sagen, wir schalten auf den nächsten Kartenplatz frei. Super. Damit können wir ja theoretisch könnten wir dann die Feuer
oder den? Tendiere ja erstmal zu Feuer. Axt. Weil jetzt nämlich so langsam, glaube ich, auch die Eisgegner kommen. Die kommen noch vermehrt. Und dann macht so eine Feueraxt eigentlich Sinn. Wir bekommen irgendwann auch nochmal so eine Eiskarte. Ich hoffe, die droppt auch demnächst dann, damit wir die dann später, wenn wir in der Hölle sind, einsetzen können. Weil dann können wir nämlich Feuergegner ein bisschen besser besiegen. Ja. Ich glaube, die rüsten wir aus. So, jetzt können wir noch Karten aufladen. Ich spare mir das aber erstmal, weil die Karten benutze ich ja sowieso erstmal gar nicht. Ja, und ob das aufwerten soll. Ja, ich werde die einfach mal. Wollen auch mit Klicken abbringen. Zack. Ja. Haben aber noch ein bisschen Zeit, ne? Das heißt also, ich denke mal, so einen kleinen Dungeon können wir noch machen. Wir werden sowieso, weil wir hier unten, okay, das ist sehr, sehr lustig. Ja, haben wir Achievement bekommen. Wir können ja, wie gesagt, weil wir beim Questeingang sind, halt jetzt nur noch auf klein oder auf sehr klein gehen, das aber keinen Unterschied macht, weil wir können halt nicht weiter runter. Das Lustige ist aber, dass wir hier gar nicht den Boss sehen. Also der ist irgendwie weggeglitscht. Das ist ganz komisch. Ich hoffe, das behebt sich, dieser Bug. Weil wir sehen den hier nämlich nicht. Wir sehen nur den nächsten, nämlich den Antipapst, den hier, den zweiten. Aber den ersten, den wir halt nicht. Der ist irgendwie hier weggeglitscht. Der wird nicht mehr angezeigt. Ich hoffe, das behebt sich, weil das Spiel halt den auch immer noch, ne, hat, weil hier sagt das Spiel, ja, kann ich weiter, aber der wird hier irgendwie nicht angezeigt. Ich gehe mal zurück zur Stadt, vielleicht gibt das Problem. Ne, der ist irgendwie weg, keine Ahnung. Ich hoffe mal, das hebt sich, wenn wir dann nochmal kurz diesen kleinen Run hier machen. Weil das wäre unschön, wenn er dann nicht mehr auftaucht und dann können wir den halt nicht auswählen. Dann sind wir hier irgendwie stuck im Spiel, das ist ganz komisch, das hatte ich ja noch nie gehabt. So, wie man sieht, wir machen jetzt auch Feuerflächen. Diesen Gegner können wir jetzt auch hier schneller besiegen. Aber was fies an diesen Feuerflächen ist, ist halt folgende Tatsache. Wenn ihr seht, wenn wir hier drin in der Feuerfläche stehen, dann machen wir uns selber Damage. Oh, und ich habe gerade den Dungeon wieder verlassen. Kann ich ja nochmal zur Stadt gehen. Ja, wenn ihr seht, die Feuerflächen machen uns selber Damage. Aber dafür gehen die Eisgegner zum Beispiel schneller down. Komm, wir machen das nochmal, den Trick hier. Wir stehen ja noch kurz beim Eingang, dann können wir nochmal schnell hier so ein bisschen exploren, dass wir hier nochmal wieder raus können. Eine Kuh als Boss. Ah, es gibt auch, das ist das, auch was Neues bei den Bossen jetzt. Es gibt so Zeitsachen. Da muss man einfach abwarten. Also wenn hier so eine Uhr zum Beispiel in der Bossphase ist, ja, dann bedeutet das einfach, dass wir abwarten müssen. Da kommen da Gegner, die müssen wir besiegen und einfach in diesem Kreis stehen bleiben, der dann da ist. Und dann tickert langsam die Zeit ab und dann ist die Runde auch vorbei. Also das ist dann, ne? Und der Boss ist natürlich dabei auch immun. Das ist völlig, völlig egal, was wir machen. Müssen halt nur in dem Kreis drin stehen und dann geht's halt weiter mit der Zeit.
Ist natürlich jetzt hier bei dem Gift-Ding sehr, sehr ungeil. Weil wir daher dauernd vergiftet werden. Und eine neue KD. Regeneriert Mana sehr schnell. Ist einfach nur ein Standard-Mana-Trank, wie man es so kennt. Ne? So, Mana brauchen wir jetzt auch wieder so ein bisschen. Ne? Wir haben noch vier Mana, das wir aktiv benutzen können. Geh mal weg, du blöde Fläche da. Rein. Und natürlich ist es so, dass die Feuerfläche nicht immer kommt, ne? Also da ist so 0%, so ein Chancenwert drin. Das heißt, dass wir nicht immer diese ganzen Gegner auch abflammen, wenn wir die angreifen. Aber wenn wir es machen, dann ist es natürlich sehr effektiv. Dieser Gegner hier unten, ne? Wahrscheinlich wird der Gargoyle sich aktivieren, weil ich hier hinten hingehe. Noch nicht. Daneben hier oben. Jetzt hat er sich aktiviert. Da eine hier oben. Der andere auch. Nicht bewegen! Das war gar Goldparty, ne? Na, muss mal gucken, ob wir vielleicht hier unten wieder. Ja, können wir. Nice. Kommt schon! Irgendwo ist noch. Oh, hier unten glitzert noch was, warte. Da hinten. Hier? Ja? Und einmal hier oben. Das war's auch schon. Der Boss ist jemand? Nee, ist er nicht. Na, hoffen wir mal, dass er nach dem Dungeon dann wieder angezeigt wird. Das wäre sonst sehr doof. Sonst muss ich einmal das Spiel neu starten. Das kann ja nicht so nicht sein. Wow. Wow, 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 wow. Naja, übrigens, das ist elementar Feuer, was die Gargoyles hier haben. Das heißt also, wenn ich die mit Feuer bekämpfe, dann ist das so ein bisschen blöd. Und wir haben noch einen XP-Booster. Geil. Sieht man auch immer da unten bei der XP-Leiste hier. Der grüne Balken, der zeigt an, wie weit der XP-Booster an ihm geht, ne? Diesen
einem Dungeon ist es so. Boiling marrow, brewing blood. Take a peek and you'll go mad. Through the hellish kitchen's door, for the master still craves more. Underground, where shines no sun, this cook's work is never done. Among screams he toils with haste, creature of most subtle taste. Cuts and chops both bone and gut, be it sinew, be it fat. Not an ounce of flesh he'll shun. This cook's work is never done. Ja, immer in dem Dungeon, der immer vor einem Boss ist. Ja, da gibt es immer so einen netten Rhyme für den Boss. Und eine Statue, die wir eliminieren müssen. Wodurch wir dann quasi zum Boss kommen. Weil daraus dann so ein Portal wird. Blessed be the hour. Level up vor dem Boss. Dann gehen wir da durch. Macht keinen Unterschied. Ja, jetzt ist folgendes. Jetzt ist hier eigentlich alles komplett. Guck ich mal kurz. Ah, nicht so ganz. Doch. Aber eins wird halt trotzdem immer noch angezeigt, was man machen muss. Nämlich, okay, einmal haben wir Gold wirklich vergessen. Und wir müssen trotzdem ja immer noch das hier zerstören. Dadurch entsteht hier ein Portal. Foul magic. This must be some kind of portal to the lair of whatever rules this dungeon. Quasi das Portal zum Boss. Im Grunde genommen ist es einfach nur der Ausgang hier, dieser Ebene. Kommen wir hier raus und können dann abschließen. Haben wir ein neues Profilbild. Okay, ich mache es mal hier nicht jetzt und guck mal, was jetzt das Spiel macht. Ah, jetzt taucht der Boss auf. Alles klar. Gut, ich dachte schon, was ist jetzt mit dem Koch los? Aber er taucht auf. Okay. Hier werden wir beim nächsten Mal dann schön den Koch besiegen und dann geht's nach dem Koch. Vor allem hier steht dann, voraussichtliche Spielezeit ist 13 Minuten 20. Ja. Und dann nach dem Koch geht's dann in die Katakomben. Die beginnen nämlich, ja, die gehen dann etwa so weit und dann kommt hier die Hölle. Die Katakomben, würde ich mal so sagen, sind wir eigentlich schon ganz gut vorbereitet. Wir haben die Feuerachse, das bedeutet, wir können dann diese ganzen Eisgegner und so weiter und so fort, können wir alle ganz gut dann besiegen. Mal schauen. Gehen wir zu der Stadt. Und dann können wir uns hier nochmal ein bisschen vorbereiten. Beim nächsten Mal gibt es dann den Fight gegen den Koch.
mit Todeswut. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.